Das nervt mich irgendwie. Ich kann auch nach F5 gehen. Problem ist jetzt, dass meine Dame auf seiner Linie steht. Ich spiele erstmal Turm F1, weil auf der E-Linie hat mein Turm nichts mehr zu suchen. B6. Also C4 ist jetzt keine Drohung, die ich irgendwie ernst nehmen muss. F was? F schlicht? What? Umgeht natürlich, dass ich auf F7 reinkomme. Vielleicht spielt jetzt Turm F8. Genau, Turm D1. Ich kann die Fesseln noch nicht so ausnutzen. Oh, neues Lied, das ist gut. Aber wenn, dann werde ich einfach weggehen. Dame D2 oder so. Also ich habe auf G6 rausgenommen, weil ich nicht nach F5 gehen werde. Turm E8. Mir fehlt so ein bisschen die Idee jetzt, was ich hier spielen soll. Erstmal mein König aus der Schusslinie. Hätte eventuell G5 gehabt. Deswegen gehe ich jetzt mit meiner Dame doch mal lieber weg. G5 ist ein bisschen unangenehm gewesen. Den Springer E4 abzügen. Entschuldigung. Ein kleiner Niesanfall nebenbei. Ja, ich weiß nicht so genau, was ich ziehen soll, um ehrlich zu sein. Ich mach mal einen Wartezug. Ich weiß nicht, was ich ziehen soll. Das ist immer gut, wenn man so einen Wartezug macht und dann im nächsten Zug legt sich der Gegner fest. Das ist eigentlich immer richtig gut. Daher muss ich ja D4 spielen. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Dann werde ich direkt aufbrechen. Direkt seine Stellung knacken. Ich weiß, ich drohe noch nichts. Er spielt gut, Babette. Spielt echt gut. Zieh meinen Läufer zurück. Nochmal wartet doch quasi. Weißt du nicht genau, was ich ziehen soll? Eventuell habe ich D5 mal und Springer D4. Ich sowieso D5. Ich glaube, ich spiele das trotzdem D5. D5, Springer. Weiß ich gar nicht, geht er nach C5?
Naja, egal. Ich mach D5. Außerdem kann ich den leider nicht auf C5. Okay, er geht nach C7. Ah, meine Zeit, Leute, meine Zeit. Okay, spiel ich G3. Warum spielt er das Schach? Ah, keine Ahnung. F6. Okay. Wollte eigentlich Dame F1 spielen. Ah, ich hätte ihn rausnehmen sollen, ich Trottel. Jetzt opfert er einfach. Scheiße. Ich habe keine Zeit mehr, ist das Problem. Oh man. Oh man, oh man. Ging mir einfach die Zeit aus. Ich habe meinem Spanier verloren. Ja, das ist echt gut gespielt, also. Muss ich schon sagen. Ich habe auch mir auch zu viel Zeit gelassen, leider. Ja, wenn es sonst so schnell geht, dann habe ich keine Chance. Ich bin kein Schnellspieler. Ich kann das nicht so gut. Eigentlich eine richtige Musterpartie, also richtig kaum Fehler von irgendeiner Seite. Er hat einen Bauern geopfert. Ja, hier hätte ich natürlich rausnehmen sollen, ich Trottel. Ich weiß auch nicht, warum ich den Bauern geopfert habe. Hier ist natürlich unentschieden. Obwohl, ich stehe besser. Ich gewinne zwangsläufig einen Bauern. Ja, ich hatte einfach zu wenig Zeit. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.